Der Rennfahrertod des Grafenberger von Trips am 10. September 1961 in Monza hatte die Kritiker dieses Sports wieder einmal mobilisiert. Immer noch heulen auf den berühmten Rennstrecken der Welt die Motoren der Rennwagen auf. Immer noch unternehmen es tollkühne Fahrer mit rasender Geschwindigkeit über tückische Pisten auf ein Ziel loszusteuern, das nicht zuletzt aus dem Jubel eines sensationshungrigen Publikums und einem kurzlebigen Gladiatorenruhm besteht. Einer von denen, die gefeiert und manchmal wie Wiederauferstandene begrüßt wurden, war der deutsche Grand Prix-Fahrer Wolfgang Graf Berge von Trips. Von seinen Verehrern bewundert, von seinen Kollegen als Freund und Fachmann geschätzt, war der autobesessene Reichsgraf fast immer dabei, wenn es, wie hier auf dem Nürburgring, um große Preise und Weltmeisterschaftsläufe ging. Trips war ein großer und sympathischer Sportsmann. Es war sein tragisches Schicksal, einem Sport zu huldigen, dessen Berechtigung nicht zuletzt durch seinen eigenen Tod erneut in Frage gestellt worden ist. Denn der Autosport fordert Jahr für Jahr mehr Tote. Vielleicht mag man noch dem Rennfahrer zubilligen, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, wie hier der deutsche Hans Herrmann. Und manchmal gelingt es dem Fahrer noch, wie hier Karl Kling, seinen Wagen gegen einen Baum zu setzen, anstatt ins Publikum zu rasen. Aber in Le Mans war alle Fahrkunst am Ende. 82 Menschen hatten Nervenkitzel und Sensationslust mit ihrem Leben bezahlt. Die Chronik des Todes reißt nicht ab. Dieser demolierte Ferrari zeugt vom Tode Alberto Ascaris. Und an diesem Telefonmast endete der Spanier de Portago während der Mille Miglia 1956. Graf Berge von Trips war vom früheren Porsche-Rennleiter Huschke von Hanstein 1954 entdeckt worden und gehörte schon Ende 1956 zum Pilotenteam von Ferrari. 1961 im Spätsommer galt er als Favorit für die Grand Prix-Weltmeisterschaft. Der große Traum des rheinischen Grafen, als erster deutscher Automobilweltmeister zu werden, ging nicht in Erfüllung. Der am 4. Mai 1928 Geborene lebte mit seinen Eltern auf Schloss Hemmersbach in Horrem bei Köln. Er war der einzige männliche Nachkomme derer von Trips. Zwischen den Rennen half er zu Hause auf dem Gut. Trips war Landwirt mit Diplom und absolvierte später in München noch ein Bankpraktikum. Die Eltern hätten es freilich lieber gesehen, er hätte sich ganz dem Gut gewidmet und die Rennfahrerhandschuhe an den Nagel gehängt. Es gibt und es gab viele Motive für Einzelne, Autorennen zu fahren. Eines ist die Jagd nach finanziellem Profit. Dieses Motiv traf bei Graf Trips nicht zu, obwohl der Beginn der Rennfahrerlaufbahn nicht gerade bilderbuchhaft verlief. Seine motorsportlichen Wettkampfambitionen, die er 1951 zunächst auf zwei Rädern entdeckte, mussten mit Rücksicht auf die Eltern heimlich finanziert werden. Er fuhr als der unbekannte Axel Linter und stieg sehr bald um auf vier Räder. 1955 bekam er zum ersten Male die Chance, sich international zu profilieren. Er steuerte einen Werks-Porsche bei den 24 Stunden von Le Mans. Seine Lieblingsstrecke aber war der Nürburgring. Beim 1000-Kilometer-Rennen fuhr er einen Ferrari-Sportwagen. Langstreckenrennen waren für Graf Trips sehr anstrengend. Kinderlähmung, Mittelohroperation und Gehirnhautentzündung hatte er als Kind zu überwinden. Es fehlte ihm die wirkliche Kraft und Zähigkeit. Mit Energie musste er versuchen, diese Schwächen auszugleichen. Beim 1000-Kilometer-Rennen saß er mit seinem größten Rivalen aus der Formel 1, dem Amerikaner Phil Hill, abwechselnd am Steuer des Ferrari. Ein Deutscher in der Werksmannschaft bei Ferrari. Schon immer war es der größte Wunsch eines Rennfahrers, zur Equipe des Commendatore Enzo Ferrari zu gehören und einen Wagen mit dem springenden Pferd zu steuern. Graf Berge von Trips war und ist der einzige Deutsche. Seltene Gäste auf der Rennstrecke, die Eltern. 1957, mit der Escuderia Ferrari in Argentinien. Erster Grand Prix-Start für Trips. Als Ersatzfahrer steht er zuerst nur an den Boxen herum, bis Collins plötzlich, von der Hitze erschöpft, aufgibt und ihm den Wagen verlässt. Aber vor lauter Aufregung bei diesem ersten Grand Prix-Rennen kommt er dann doch nur auf einen Platz unter ferner liefen. Q1,
Kuba, einige Wochen später. Vor der Kulisse himmelhoher Wolkenkratzer werden die Rennwagen an den Start geschoben. Trips Stallgefährte bei Ferrari, der Engländer Collins, hat geheiratet, strahlt und ahnt nicht, dass der Tod schon auf ihn wartet. Unter den Prominenten sind Linda Christian und Gary Cooper ebenso begeisterte Zuschauer wie der Ex-Diktator Kubas, Batista. Beim Grand Prix von Monte Carlo brannten vor Hitze die Sohlen im Wagen an. Aber dagegen gibt es denkbar einfache Mittel. Start zur Europa-Bergmeisterschaft 1958. In 6 Läufen holt sich der schnelle Graf den Sieg. Für Ferrari ist es ein schwarzes Jahr. Musso und Collins verunglücken tödlich und auch Trips hat einen schweren Unfall, der ihn zu einer längeren Pause zwingt. Trips will nie mehr schwere Wagen fahren. Seine Familie beschwört ihn endlich, das gefährliche Spiel aufzugeben. Aber schon Ende 1959 unterschreibt der letzte von Trips einen neuen Vertrag bei Ferrari. Argentinien, ein Land der Gegensätze. Wolkenkratzer und Idylle im Stil der Jahrhundertwende. Die Lokomotiven haben ein vorsintflutliches Alter. Das Pferd ist das wichtigste Verkehrsmittel, selbst für die Polizei. Und die wenigen alten Autos scheinen geradewegs aus dem Museum zu kommen. Aber die Rennstrecke ist die modernste der Welt. 1000 Kilometer in der glühenden Hitze des argentinischen Sommers. Es gibt wohl kein schwereres Rennen. Die Rennwagen und aller Zubehör kommen per Schiff oder Flugzeug aus Europa. Und es kann passieren, dass die Seereise von Europa nach Argentinien nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie dort einen Reifen aus dem Zoll zu bekommen. Der Hitze wegen haben sich die Fahrer eine Art von Windkanälen auf ihre Wagen bauen lassen. Aber selbst diese Gebläse nützen nur wenig, denn der Fahrtwind, den sie auf den Fahrer leiten, hat ja schon eine Temperatur von 35 bis 40 Grad Hitze. Wirklich, dies Rennen ist eine Zerreißprobe für Mensch und Maschine. Bonnier und Jean de Pien machen sich auf allerhand gefasst. Und ehe es losgeht, lässt es sich Hans Herrmann noch einmal richtig schmecken. Letzte Anweisungen von Rennleiter und Monteur für Graf Trips. Noch einmal überprüft er alle Pedale. Gas, Bremse, Kupplung, Schaltung. Alles klar. Ringsherum ein Hexenkessel aus Spannung und Nervosität. Ex-Weltmeister Juan Fangio hat zugenommen, seitdem er keine Rennen mehr fährt. Die Fahnen aller teilnehmenden Nationen ziehen ein. Die Wagen werden zum Start geschoben. Wie Trauben hängen die Zuschauer auf den Boxendächern. Man sehnt sich nach dem Start und weiß nicht, was nun schlimmer ist, die Hitze oder der Durst. Vom Start weg geht der neue Maserati in Führung. Trips und Phil Hill verfolgen ihn so lange, bis der Maserati schließlich zu viel versucht und sauer wird. Sieger im großen Preis von Argentinien, Phil Hill, zweiter Graf Trips. Völlig abgekämpft, schweißnass, fertig. Aber 2 Monate später, im April 1960, kommt der junge Graf endlich zu seinem ersehnten Grand Prix-Sieg. Beim großen Preis von Syrakus auf Sizilien fährt er als einziger Ferrari gegen 16 englische und deutsche Konkurrenten, darunter Stirling Moss auf Porsche. Trips, gespannt und nervös wie selten, fährt ein scharfes Rennen, holt alles heraus und siegt. Siegt und wird von den Sizilianern begeistert gefeiert. Und in der deutschen Presse heißt es tags darauf, endlich ein deutscher Fahrer, den man mit gutem Gewissen unter die ersten 10 und damit zur Weltelite der Grand Prix-Fahrer rechnen kann. Mit seinem grauen 12-Zylinder-Ferrari-Sportwagen sieht man den schnellen Grafen immer wieder an einer unscheinbaren Garage am Rande von Modena in Oberitalien vorfahren. Hier
Ganz in der Nähe des Ferrari-Werkes baut von Trips selber Rennwagen in Kleinserie. Konstrukteur ist Signore Colotti und neben ihm Werkstattleiter Neri. Sie bauen einen Rennwagen der Formel Junior mit einer Spitze um die 200 Stundenkilometer bei 82 PS. TCA soll der Wagen heißen. Trips, Colotti, Auto Union. Auto Union deshalb, weil der Motor vom DKW 1000 übernommen wurde. Frisiert natürlich. Von den Plänen bis zum fertigen Wagen ist es indes ein langer Weg. Und immer wieder tauchen neue Fragen auf, werden Änderungen besprochen. Immer wieder müssen konstruktive Idee und fahrerische Praxis sich ergänzen. In einer anderen Halle baut Meister Fantuzzi mit einer kleinen Schar von Facharbeitern die Karosserie des TCA-Rennwagens. Vor lauter Dröhnen kann man hier kaum sein eigenes Wort verstehen. Kunstgerecht werden die gewünschten Formen aus Leichtmetallblechen herausgehämmert und zum windschlüpfigen Haifischrumpf zusammengefügt. Meister Fantuzzi versteht sich auf sein Fach und ist stolz auf beste italienische Autotradition und Maßarbeit. 7 Wochen vor seinem Tode schrieb die Kölnische Rundschau, der rheinische Rennfahrer besitzt als erster Deutscher die Chance, den höchsten Titel zu gewinnen. Am 6. August 1961 ist Graf Berge von Trips der Weltmeisterschaft ein großes Stück näher gekommen durch einen zweiten Platz beim Großen Preis von Europa auf dem Nürburgring. Vorher hatte er die Grand Prix-Rennen von Holland und Großbritannien gewonnen und einen zweiten und dritten Platz in Belgien und Monaco herausgefahren. Und jetzt der große Preis von Italien, der Favorit wenige Minuten vor seiner Todesfahrt. 10. September 1961, Start in Monza um 15 Uhr. Berge von Trips geht hervorragend ins Rennen, doch plötzlich eine Kollision mit Jimmy Clark. Beide werden weggeschleudert, 15 tot unter den Zuschauern. Der schottische Lotusfahrer kommt mit dem Schrecken davon. Trips fällt aus seinem Fahrzeug und liegt tot auf dem Rasen, direkt neben der Piste. Er hat mit seinem Hinterrad den Vorderreifen von Clark berührt, fliegt durch die Luft, verliert seinen Motor, der 15 Zuschauer erschlägt, fällt auf den ebenfalls weggeschleuderten Lotuswagen, prallt ab in Richtung Rennpiste. Der Fahrer ist tot. 8 schwere Unfälle hatte Wolfgang Graf Berge von Trips überlebt. 2-mal war er auch hier in Monza schon verunglückt. An diesem Tage musste er siegen, wenn er Weltmeister werden wollte. Siegen müssen ist die tödliche Formel des Motorrennsports.